Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und eigentlich sollte heute das Video für Back for Blood kommen, aber da hat mir Bad Pixel einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die Publisher von Dead Cite versüßen uns die Feiertage mit dem Update 0.1.11. Und was genau alles gekommen ist und worauf wir uns jetzt freuen können, das seht ihr natürlich gleich. Lasst mir gerne auch ein Like und ein Abo da und bleibt dran, denn es gibt noch ein kleines Giveaway. Also, viel Spaß! Ja, Bad Pixel versüßt uns nun die Weihnachtszeit und hat das nächste Update rausgehauen. Mit dem Update kam auch nun endlich das, worauf wir schon ewig warten, und zwar der Bunker. Und ich sag euch, der ist mega groß. Also er hat drei Ein- und Ausgänge und damit bietet er einen super Ort für spannende PvP-Kämpfe und er ist das perfekte Missionsgebiet. Beim Drehen des Videos war natürlich gleich eine epische Mission und die habe ich mir auch direkt schmecken lassen. In dem Bunker sind aber nicht nur NPCs zu finden und auch die Mission, sondern auch Kisten, die verschlossen sind. Und diesen Schlüssel für diese Kisten tragen NPCs bei sich. In den Kisten kann man auch gleich die neuen Items finden, die mit dem Update dazugekommen sind. Und zwar sind das Waffen mit neuen Waffentarnungen. Ich habe jetzt hier schon einmal die VSD in der neuen Tarnung gefunden und sie gefällt mir sehr, sehr gut. Hier sind jetzt noch einmal die Waffen, die eine Tarnung bekommen haben, die ich jetzt aber noch nicht, ja, in der Hand hatte. Und sie sind auch nicht über das Admin-Tool spawnbar, also wirklich nur zu finden. Außerdem gibt es jetzt eine Weihnachtsmütze, die man finden kann. Das ist natürlich passend jetzt zu Weihnachten. Und noch ein großer Punkt des Updates: Es ist ein wandernder Trader dazugekommen. Bei ihm kann man nichts lagern. Aber die hochkarätigen Waffen kann man jetzt hier wieder kaufen. Preislich muss man natürlich schauen, ob man sich das antut. Aber man bekommt auch hier, wie bei allen anderen, eine Benachrichtigung, wenn der Trader da ist und auch wenn er wieder verschwindet. Der Trader ist ganz wichtig, ist wie ein Black Market und hat keine Safe Zone. In den Update News heißt es jetzt, man kann die Funkgeräte und Taschenlampen nicht mehr kaufen, nur noch verkaufen. Aber aktuell sind sie beim Safe Zone Trader definitiv noch verfügbar. Und natürlich wurden auch wieder einige Dinge gefixt. Die Verzögerung bei Verschieben von Gegenständen im Inventar oder auch beim Aufnehmen ins Inventar wurde behoben und das ist jetzt definitiv nicht mehr so langsam. Dann gibt es natürlich noch andere Änderungen und Korrekturen. Die offiziellen PvE-Server wurden jetzt hinzugefügt. Es wurden Fehler behoben, bei denen die Kugeln in einigen Fällen keinen Schaden unter Wasser verursachten. Fehlende oder falsche Übersetzungen wurden behoben, was hier in dem Fall leider nicht ganz gelungen ist. Siehe Beispiel A. Dann wurde der Fehler behoben, wo die F-57-Pistole verschwinden oder wegfliegen konnte, wenn sie auf den Boden fiel. Ich glaube, man schmeißt sie ja nicht umsonst auf den Boden. Naja, egal. Und eine Basis auf den Leuchttürmen und/oder in einem Bunker zu bauen, ist jetzt nicht mehr möglich. Ja, gut. War fast logisch, dass das nicht möglich sein soll. Gut. Auf der Karte wurden die Markierungen für geheime Orte hinzugefügt. Sie existierten zuvor, wurden aber nicht auf der Karte angezeigt. Gut, ich persönlich habe diese Markierung bis jetzt noch nicht benötigt. Dann wurde in der Balance noch einiges geändert, und zwar, wenn man Schmerzmittel oder dieses MedX nutzt, dann ist die negative Wirkung jetzt ein wenig reduziert und die Stacken wurden mal wieder geändert, und zwar bei der 762x54 Muni. Da wurde der Stapel von 100 auf 50 reduziert und bei der VG25 gibt es jetzt nur noch 3 pro Stapel, oder? Wieder 3 pro Stapel. Ich persönlich weiß jetzt nicht, welche Muni das ist. Dann sagt natürlich Bad Pixel, sie wünschen uns allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Würde ich euch auch gerne wünschen, aber von mir hört ihr bestimmt nochmal. Also, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, wie euch dieses Update gefällt. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut und es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, jetzt auch schon nach dem vorherigen Update definitiv.
Ganz kurz nochmal zu unserem Giveaway. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, bis zum 24.12. auf den Discord von GönnerHD zu joinen. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und am 24.12. werdet ihr darüber benachrichtigt, wie ihr in den Lostopf für einen Game Key für Deadside rankommen könnt. Ja, dieser Game Key wird spendiert vom Wildrussen, von einem lieben Teammate, der einfach mal Bock drauf hatte, auch unserer Community da was zurückzugeben. Also dann wünsche ich euch erstmal viel Glück und wir sehen uns. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.